and I can't wait so we can break apart the heat. Me, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, wir sind hier mal wieder auf einem etwas anderen Server, sag ich mal, und machen hier nebenher so ein bisschen was halt, ne? Also, ja, seht ihr, wir farmen hier so ein bisschen. Ja, ich habe heute in diesem kleinen Video drei Sachen anzusprechen, und zwar fangen wir direkt an mit dem ersten, und zwar ist es der Gomez-Server. Ich wurde gebannt für eine Woche, also manche wissen schon, manche noch nicht. Wie gesagt, ich wurde jetzt für eine Woche vom Server gebannt, weil ich gespawnkillt habe mit einem Kollegen. Ich erzähle kurz die Geschichte dazu. Wir haben davor so ein bisschen Course gezockt, der liebe Razer FC und ich, ja. Und hatten wir irgendwann mal Bock auf Bad Wars. So, dann gehen wir erstmal in eine Bad Wars rein, zocken so ein bisschen, haben gewonnen oder verloren, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Dann hab ich mir gedacht, komm, ich habe voll die geile Formatidee für meinen Kanal, so ein bisschen trollen. Und wir wissen ja, dass man Spawn killen eigentlich nicht darf in Bad Wars. Aber wir haben es dann mit Erlaubnis von einem Mod machen dürfen. Also wir haben davor in der Lobby einen Mod gefragt, ob wir das für eine Runde machen dürfen. Der Mod hat dann gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Dann haben wir ihn halt gebeten, darum wirklich nur für eine Runde. Dann hat er gesagt, ja, okay, aber wirklich nur für die Runde. Und dann haben wir uns gedacht, komm, dann machen wir das mal. So, dann nehme ich da ganz entspannt auf. Dann haben wir die so ein bisschen Spawn killen gemacht halt mit den lieben Gegnern, und dann Instant Serverbann. So, dann stellen wir einen Entbannungsantrag, wir beide. Und was sagen die da? Ja, wenn ihr uns den Namen nicht nennen könnt von dem Mod, dann könnt ihr euch nicht entbannen. So, mag ja sein, dass es schlau wäre, wenn ich den Namen von dem Mod hätte, aber ich möchte auch keinen falschen Namen sagen, weil, ja, das wäre ein bisschen blöd, weil dann wird vielleicht der Falsche gebannt, oder, was heißt gebannt, ihm werden seine Modrechte weggenommen. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Ich habe jetzt noch einen Tag und 10 Stunden Bann ungefähr, also von Gomme. Und danach kann ich, also erst danach kann ich wieder auf Gomme drauf. Und ja. Dann das zweite Thema wäre das mit der Facecam, wollte ich nochmal ansprechen. Gestern in dem Video, oder in dem letzten Video eben von mir, habe ich ja darüber ein bisschen gesprochen, als 100 Abonnenten-Special vielleicht, dass ich mich zeige. Aber ich war nicht so motiviert gestern, so ein Video zu machen, weil mich so ein paar von meinen Clan-Membern, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, haben mich genervt. So ein bisschen, da war ich halt einfach abgefuckt und musste, beziehungsweise wollte trotzdem ein Video machen. War ein bisschen blöd, aber ja, wollte ich mich an der Stelle nochmal eben entschuldigen dafür, dass meine Stimme so down war. Wie gesagt, haben mich ein paar Leute abgefuckt. Ja. Dann wollte ich zu diesem Server, auf dem ich hier gerade bin, noch etwas sagen. Und zwar, ich weiß es nicht, also die Server-IP, wenn ihr Bock habt auf so einen Bauserver, ist es auf jeden Fall hier. Dann schreibt es unten in die Beschreibung, ich bin dumm. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und ja, ich habe euch die Server-IP von dem Server hier unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne raufkommen. Auf dem Server bockt sich eigentlich schon. Auf dem Server spiele ich jetzt momentan relativ oft, weil ich ja von Gomez noch gebannt bin und kein Course zocken kann. Aber ja, wie gesagt, ich zocke hier relativ oft. Könnt ihr gerne mal drauf vorbeischauen. Ist auf jeden Fall ein sehr nicer Server. Ich kann jetzt auch gleich noch an den Spawn gehen. Moment, ich gehe mal eben slash Spawn. So. Ich bin auch hier gerade, wenn ich das hier High-End Chat schreibe, Test-Supporter auf dem Server. Das heißt, die Leute hier vom Server, die Admins hier testen mich. Also hier, das sind die Inhaberinnen, sieht man da oben auch. Die drei hier. Co-Owner gibt es noch keine. Dann gibt es noch einen Admin, einen Mod. Und ich bin gerade der Test-Supporter. Hier sieht man mein schönes Face. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt da gerne mal drauf kommen, ist so ein Bauserver richtig schön gestaltet, finde ich. Hier mit einer Glaskuppel oben drüber, könnt ihr hier mal eben so ein bisschen rumlaufen, das ist eigentlich echt ganz nice. Hier One vs. One steht da oben schon, kann man hoffentlich gut lesen. Es ist, glaube ich, noch nicht fertig, das One vs. One, das wird alles noch gemacht. Ja, wenn ich jetzt hier reingehen würde, keine Rechte auf One vs. One, ja, ist noch nicht eingestellt, oder? Moment, ich versuch's mal eben. Slash One versus One Join Cool. Ja, okay, genau. Ist noch nicht fertig gebaut und auch nicht eingestellt mit den Plugins. Aber hier gibt's One versus One. Bad Wars gibt's, glaube ich, nicht. Dann gibt's, glaube ich, noch FFA. Also ich weiß nicht genau, was es so gibt, aber werdet ihr sehen, der Spawn ist eigentlich auch ganz geil, finde ich.
Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schaut mal auf dem Server hier vorbei. Die IP von dem Server steht unten in der Beschreibung. Und ja, nochmal zu dem Thema ganz kurz nochmal wiederholen mit dem mit der Facecam. Wenn ihr da Bock drauf hättet, dann schreibt es bitte in die Kommentare und zeigt es mir auch mit einem Daumen nach oben. Das würde ich nämlich gerne wissen, weil die 100 Abonnenten, habe ich auch im letzten Video schon gesagt, sind nicht mehr so weit entfernt. Haben wir schon die 91 und schreibt es mir einfach rein, was ihr davon haltet oder... Ja, genau. Das würde ich sagen, war's mit dem kleinen Video. Eine positive Bewertung würde mich natürlich sehr freuen. Bis dann. Ciao.